Heute Morgen möchte ich euch mitnehmen in den Aufbau eines Kunstwerks. Genauer gesagt, in den Wiederaufbau. Über Jahre hinweg habe ich das immer wieder mitverfolgt, habe es selbst besucht, habe geschaut, habe gesehen, wie zu Beginn der 90er Jahre so ein riesen Steinhaufen da lag. Nee, die Bilder lass noch mal weg. Die kommt gleich. Zu Beginn der 90er Jahre so ein riesen Steinhaufen da lag. Ihr habt ihn schon gesehen, wir gucken ihn gleich noch mal an. Ja. Und dann wurde es ein Regallager und auf dem Regallager lagen Steine. Alle hatten so ein Nummerchen da stehen. Und dann kam ich einige Zeit später wieder, war der Platz aufgeräumt. Und es sollte was entstehen, ein Bauwerk. Man sah nur Ruinen bis dahin. Dann kam es dahin und wir haben in einem Unterbau haben wir schon mal gesessen und oben drüber wurde weitergebaut und dann wurde schließlich das Gebäude wurde immer höher, immer prächtiger. Wir haben uns von außen das Fertige angeschaut und schließlich war es dann soweit und wir haben es besucht und sind reingegangen und haben einfach nur gestaunt. Der eine oder andere wird das an dem ersten Bild schon erkannt haben. Ich rede von dem Aufbau der Frauenkirche in Dresden. Besser gesagt, dem Wiederaufbau, ja. Doch schaut euch mal so ein paar Bilder an. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Die laufen jetzt so langsam durch. Das war der Start Anfang der 90er Jahre. So sah das über viele Jahre, über mehrere Jahrzehnte aus, bis auf die Birken. Die sind langsam gewachsen dort in dem Bau. Und dann geht es weiter. Guck mal, ja, ne? Einfach ein Steinhaufen. Im nächsten Bild kann man sehen, da ist sogar ein riesiger Steinhaufen. Eigentlich war das früher mal eine Kirche zerbombt worden. Ja. Der Wiederaufbau, der begann dann, da seht ihr, das sind die Steinblöcke, nummeriert, gezählt. Ja, der Wiederaufbau begann dann 1994 und er ging bis 2005. Da ist der Platz aufgeräumt. Im Hintergrund seht ihr die Steinlager. Da kommt im nächsten Bild der Unterbau. Das, was man heute so gar nicht mehr richtig sieht, es geht nach unten rein. Da haben wir gesessen, haben wir eine Andacht drin gehabt. Ja, und dann wurde das nächste, wurde so langsam, ging es nach oben, der Bau weiter. Ein Gerüst, ein Außengerüst, da wurde automatisch, hydraulisch wurde das hochgefahren. Ganz schwierige Konstruktion da draußen, wurde Stück für Stück wurde aufgebaut, die Dresdner Frauenkirche. Ja, so, da sind wir bei der Kuppelhöhe, Gesamthöhe 95 Meter insgesamt, das ist schon eine ganze Menge. Ne? Ja, und wenn man da mal weiterguckt im nächsten Bild, dann gießen innen auch, war jemand von euch schon mal in der Frauenkirche in Dresden? Ach, guck mal da, hallo. Viele, ja. Habt ihr gesehen auch, wie prunkvoll das ist? Habt ihr die Galerien gesehen, wie viel Mühe man sich gegeben hat, wie das alles wieder herzurichten, das wieder zu gestalten? Ja. Die unterschiedlichen Ränge. Ich glaube, 1500 Leute haben Platz darin. Ganz kunstvoll hergerichtet. Ihr seht einen Teil der Orgel da. Allein die Orgel, habe ich mal nachgelesen, hat über 4800 Pfeifen, glaube ich. Über 20 Tonnen alleine wiegt die Orgel. Ja, und dann seht ihr die Galerien. Jetzt sind wir mal auf der mittleren Ebene in dem Turmbereich. Ja, seht ihr die unten. Ne? Und jetzt gehen wir im nächsten Bild nochmal eine Ebene höher. Seht ihr die ganz kleinen Punkte da unten? Das sind Menschen, die sitzen unten in der Kirche. Man kann durch die Mittel nach oben richtig schauen, ja. Ein grandioses Bauwerk. Jetzt gibt man eine Außensicht. Seht ihr das? Grandioses Bauwerk. Und an dieses grandiose Bauwerk wurde ich sofort erinnert, wenn ich den Epheser 2 lese. Da heißt es dann, denn ihr seid ja, Sonne hat es vorhin schon gelesen, ich lese nur mal einige Verse noch mal raus. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr da als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt.
über das, was Paulus hier schreibt, könnte man eine ganze Predigtreihe halten. Das ist aber nicht meine Absicht. Ich möchte vielmehr einen Gedanken aus diesem Bibeltext aufgreifen und ein wenig untergliedern, ein bisschen führen. Und dieser Gedanke, der greift dieses Wort eingefügt auf. Paulus verwendet das zweimal in diesem Text. Dazu jetzt nochmal das nächste Bild von der Frauenkirche, ein wenig vergrößert. Fällt euch da was auf? Zu sehen sind ganz kunstvolle Verzierungen des Sandsteins, ja. Doch insbesondere fallen die unterschiedlichen Farbtöne auf, der einzelnen Sandsteine. Die sind so etwas wie ein Markenzeichen dieses Bauwerks. Und dazu muss man wissen, die Steine, die in den Regallagern lagen, die waren früher, gehörten zu der alten Frauenkirche, im Krieg zerstört worden. Und jetzt wurden ca. 40% dieser alten Bausubstanz wurden in dem neuen Bau wieder verwendet. Alte Steine aus den Trümmerhaufen, lasermäßig aufgenommen und ausjustiert, lasermäßig vermessen wurden sie und dann genau an Plätze eingefügt, die für sie passen. Passgenau. Eingefügt. Ob alt oder neu, behauen, ob kunstvoll verziert oder mit gerader Kante, die Steine haben alle ihren ganz besonderen Platz. Sie sind an ihrem Platz eingebaut. Und so wächst ein einzelner Stein oder die einzelnen Steine, die wachsen über sich hinaus, könnte man sagen. Sie werden ein Teil dieses großen Baus, dieses Kunstwerkes. Ein wichtiger Teil. Wenn so ein Teil fehlen würde, wäre einfach ein Loch. Nein, man braucht jeden einzelnen Stein. Man hat es genau vermessen. Ich glaube, in Summe habe ich mal gelesen, 60.000 Tonnen Steine sind verbaut worden da. Boah, ja. Insgesamt gibt es das Kunstwerk. Und ich stelle mir vor, Paulus hat so etwas vor Augen, als er die Christen in Ephesus und Umgebung dieses Bild von Gemeinde eröffnet, beschreibt. Dieses Bild, bei dem du und ich, bei dem wir als Christen einzelne Teile an diesem Kunstwerk, an Gottes Kunstwerk sind. Lass mich bei diesem Gedanken nochmal bleiben. Du bist Teil eines Kunstwerks, so habe ich das überschrieben. Ich greife mal so drei Unterpunkte oder zwei Unterpunkte, möchte ich mal herausgreifen dazu. Du bist Teil eines Kunstwerks. Du bist. Eigentlich grandios, ja? Grandios, du, jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Ist doch grandios, dass der Schöpfer dieser Welt dich anspricht. Und dass er dich nicht nur als und mich nicht nur als anonyme Masse, sondern mit Namen anspricht, weil er uns kennt. Wir haben uns so an diesen Gedanken vielleicht gewöhnt in der Theorie, aber was bedeutet das doch praktisch? Dass Gott uns kennt, dass er uns anschaut, dass er weiß, wie es um dich, um mich steht. Das ist grandios, dass er auch meine Gedanken kennt, ohne dass ich sie ausgesprochen habe. Ich muss ihm nicht erst den Brief schreiben, damit er Kenntnis davon hat, sondern er kennt sie. Und es ist grandios, dass er uns doch seine Hand entgegenstreckt, seine Hand, die uns aufhebt im Leben, die uns leiten möchte, die uns Kräfte gibt. Seine Hand, die auch sowas wie eine liebevolle Umarmung für uns im Leben hat, wenn wir Trost brauchen. Ich finde, das ist grandios. Ich finde, das ist auch grandios, dass Jesus Christus für uns sich hat geopfert, damit wir in eine Beziehung zu Gott treten können. In den Predigten der letzten Wochen habe ich das ja versucht, mehrfach auszuführen, wie geachtet jeder einzelne Mensch vor Gott ist. Wir sind so, weil wir es vor Gott sind, nicht weil wir vor Gott eine Leistung erbringen müssten, damit wir das werden könnten. Nein, er sieht uns so an. Hör dir auf YouTube vielleicht nochmal etwas dazu an. Johannes schreibt,
1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, Gott der Vater, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und da macht er jetzt nicht Stopp, sondern er fügt noch dazu, und wir sind es auch, Ausrufungszeichen, und wir sind es auch. Und da merke ich nochmal, der muss bei dem Johannes nochmal durchgebrochen sein, welche eine Reichtum das ist, wie glücklich er darüber ist, dass er das ist und dass er das anderen auch zusagen kann. Ja, du bist Gottes Kind. Das hat er seine Leser so vor Augen, an die er diesen Brief schreibt. Und diesen Zuspruch Gottes persönlich anzunehmen, ich weiß nicht, wenn dich das persönlich berührt, wann hat dich das letzte Mal persönlich berührt? Dass du so wahrgenommen hast, ja, ich darf wirklich zur Familie Gottes gehören. Ich darf Gottes Kind sein. Kannst du dich mal an so einen Moment erinnern? Wenn ich mich daran erinnere, dann merke ich immer wieder, da ist es mir warm durch den ganzen Körper geflossen. Dann merke ich eine Energie, da merke ich ein Smilen, ein Lachen dürfen, ein echtes Lachen dürfen, weil ja, das ist eine Bereicherung. Ich kann das nie erreichen von mir, aber Gott hat das geschenkt. Ja, er hat es mir zugesagt, du bist wirklich Gottes Kind. Zweiten Gedanken. Du bist jetzt, du bist Teil eines Kunstwerkes. Was Paulus hier im Bild beschreibt, ja, das ist nichts anderes als Gottes große Familie, habe ich schon gesagt. Das ist die weltweite Gemeinde. Die hat er vor Augen, ja. Er verwendet dafür dieses Bild eines prunkvollen Gebäudes, eines Tempels. Tempel war damals immer ein ganz prunkvolles Gebäude. Und dabei lebte Paulus sozusagen in der ersten Generation dieses Baus. In der Generation, die hatte, und das muss ich noch ein bisschen erklären, für eine für uns zuvor nicht vorstellbare Erweiterung in der Denke erfahren. Paulus war so erzogen worden, ja, lass sie ruhig, schon klar. Paulus war so erzogen worden, dass seine Denke geprägt war davon, der lebendige Gott ist nur für die Juden da, Punkt. Mit ihnen und nur mit ihnen will Gott Geschichte bauen. Das ist heute völlig anders bei uns. Ja? Und das hat sich geändert, seit Jesus Christus auf diese Welt kam, hier gelebt hat, für uns gestorben ist. Seitdem ist es so, Menschen gleich welcher Nationalität, welcher Hautfarben oder gesellschaftlichen Standes, welcher Nationalität, sagte ich schon, können in dem weltweiten Familienbau Gottes gleichberechtigt integriert werden. Wir haben uns daran gewöhnt. So ist das. Aber für damals, das war phänomenal. Das war ganz neu. Ja. Und das Einzige aber, was damals und heute gleich ist, noch dazu, das, was sie müssen zuvor bei Jesus Christus Vergebung ihrer Schuld erfahren haben. Ich werde jetzt wieder an die unterschiedlichen Sandsteine der Frauenkirche in Dresden erinnert. Nicht nur an die großen und kleinen, an die schlichten, an die verzierten, sondern auch an die dunklen und an die hellen Steine, an die alten und an die frisch behauenen Steine. Die sind gleichberechtigt integriert in diesem Bau. Darf ich das Bild mal auf Gemeinde rüberziehen, das, was Paulus hier meint, gleichberechtigt integriert? Unsere Frage ist ja heute nicht mehr nach Frage Jude oder Nicht-Jude, das, was Paulus da bestimmte. Nein. Ohne dass es offene Konflikte werden, lauten unsere Fragen heute ja möglicherweise anders, aber sind da, vielleicht auch im anderen Verhältnis, ja. Aber unsere Fragen lauten ja vielleicht, wie ist das denn mit junge und ältere Generation in der Gemeinde? Gleichberechtigt?
Haben wir eine ausgewogene Rücksichtnahme der Generationen untereinander, die darauf achtet, dass wir gemeinsam zur Ehre Gottes leben können? Oder neigen wir, wenn wir uns irgendwie, ob jung oder alt, nicht so richtig berücksichtigt fühlen, eher dann zum Rückzug? Also sagen wir mal, aus dem gemeinsamen Gottesdienst, in einem weiteren Schritt, Rückzug aus der Mitarbeit. Nö, ich komme da nicht so richtig vor, wie ich mir das denke und ziehe mich dann zurück. Wie ist das? Ich denke, es ist wichtig, wir sollen uns von Gottes Wort heraus sagen lassen, denken und verhalten wir uns doch nicht so mit Rückzug. So, als ob du oder ich das Kunstwerk sind. Wir sind Teil eines prachtvollen Tempels, Teil eines Kunstwerkes, so nimmt Paulus das auf. Sofern wir eingefügt oder eingebaut sind, sagt Paulus. Sofern wir eingefügt oder eingebaut sind. Als Stein, der im Ruinenhaufen vorher so darum lag, waren wir noch kein Kunstwerk. Ja, als die Ruinenhaufen in Dresden, da hätte ich das nicht als Kunstwerk bezeichnet, was das war. Darum, als Stein, der du darum liegst, ohne mit Gemeinde eigentlich in Verbindung zu sein, ist noch kein Kunstwerk. Da liegt was darum. Vielleicht magst du dir in deiner Selbstgefälligkeit im Rückzug, ich bin da nicht berücksichtigt worden, selbst als glänzend vorkommen. Aus Gottes Sicht ist das aber nicht eingefügt. Und ich glaube, es ist auch viel wichtiger, dass wir Gottes Sicht wahrnehmen. Was möchte er? Dass wir eingefügt sind in den Bau. Und dass das nicht nur eine theoretische Größe ist, sondern dass es im Praktischen in unserem Leben zum Alltag geworden ist. Darum das Miteinander von Jung und Alt, das bringt Farbe, Gottes Farbe in das Leben, auch das Leben der Gemeinde. Jung und Alt, aber nehmen wir vielleicht möglicherweise nochmal andere Fragestellungen an, andere Sichtweise. Da gibt es in der Gemeinde die neu hinzugekommenen und diejenigen, bei denen schon die Eltern dazugehörten. Oder Einheimische oder hierher zugezogene. Da gibt es Personen mit deutscher Nationalität oder ich glaube aktuell sind es 15 bis 20 Nationalitäten, die wir hier in der Gemeinde haben, auch Menschen anderer Nationalitäten. Im Zusammenhang der Erstkontakte, also wenn Leute das erste Mal hier oder ersten Male hier in das Haus kommen, in die Gottesdienste kommen, hören wir immer wieder, bekommen wir gespiegelt, dass wir eine sehr achtsame Gemeinde sind. Leute werden begrüßt, willkommen geheißen, ja. Schön ist das. Das ist echt ein Pfund, was wir haben. Klasse. Weniger achtsam sind wir, so ist mein Empfinden, dann bei dem Aufbau tiefergehender Beziehungen. Hier neigen wir, ich will mich da gar nicht ausnehmen, stärker dazu, uns auf alte Beziehungen zu konzentrieren, bestehende alte Beziehungen, anstatt aufgeschlossen gegenüber neu hinzukommenden zu sein und sie auch mit hineinzunehmen in tiefere Beziehungsgefilde. Dabei würde uns doch so ein Reichtum, die neue Personen mit sich bringen, ein Reichtum der Bausteine, farbprächtig, würde uns doch auch gut tun. Mehr noch, wir könnten uns vielleicht sogar gegenseitig bereichern. Also wie leben Menschen Christsein in anderen Ländern? Also für mich war ein Besuch im Sambia vor einigen Jahren sehr bereichernd diesbezüglich. Zu gucken, wie Glauben auch zum Ausdruck gebracht wird. So könnten wir auch als Gemeinde bereichert werden durch das, was vielleicht aus anderen Nationalitäten mit hier reinkommen wird. Ja.
wenn wir uns miteinander verstehen als Teile von Gottes Kunstwerk, dann lebt Gemeinde. Dann lebt Gemeinde doch geradezu davon, dass andere anders sind. Und trotzdem sind sie, wie auch ich, eingefügt. An Gottes Kunstwerkgemeinde gibt es einen Reichtum, könnte man sagen, der Andersartigkeit. Den gilt es zu bewundern. Ich weiß nicht, habt ihr das Bild von dem Dresdner Frauenkirchen nochmal so vor Augen? Ich habe keins mehr hier. Aber ohne die Andersartigkeit wäre das nichts geworden. Dann wäre das einfach eine stracke Mauer, ganz glatte Steine, nur einfarbig, völlig sinnlos. Erst dadurch, dass jeder Stein unterschiedlich ist und zusammengefügt wurde, seinen Platz hat, erst dadurch bekommt das Gesamtbild etwas. Lasst uns etwas Langweiliges als Gemeinde doch nicht leben wollen. Lasst uns doch Anteil nehmen an dem Reichtum, den andere Menschen mit hineinbringen. Wir dürfen uns in der Vielfältigkeit wahrnehmen, das entdecken. Das gemeinsame Leben, was Gott zusammengeführt. Ein dritter Punkt. Du bist Teil eines Kunstwerkes. Tempelbauten sind ja zur Zeit, als dieser Bibeltext geschrieben wurde von Paulus, immer, sagte ich vorhin schon mal, wirklich Kunstwerke. Die waren nicht schlicht, sondern das war pompös. Und doch ist die ganze Kunst, die damals drin verwandt wurde und die verwandt wurde, nur ein Wegweiser. Ein Wegweiser als zu verstehen, also ein Hinweisschild auf etwas, was noch größer ist, was noch bedeutsamer ist. Nicht nur ein Etwas, sondern auf einen Jemand, der viel größer und bedeutsamer ist. Wie schließt unser Bibeltext hier in Vers 22? Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir sind Teil von Gottes Tempel, in dem Gott durch seinen Heiligen Geist wohnt. Gott ist also, man könnte es sagen, wenn man das mal so versucht, ein bisschen platt vielleicht herunterzubrechen, aber Gott ist hier zu Hause durch seinen Heiligen Geist. Gott ist hier zu Hause. Das ist nochmals viel mehr als Bausteine Erden gedacht. Ne? Was haben wir hier für ein Gebäude oder sowas? Ja? Das geht viel weiter. Das ist viel mehr als Verein, der mehr oder weniger die gleichen Interessen hat. Gott ist hier zu Hause. Und er lädt uns ein, dass wir zu ihm nach Hause kommen können. Das ist Gemeinde. Ein altes Lied von Paul Gerhardt, der das sich so vor Augen stellt, der hat es dann so formuliert. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Dieses Lied geht ja noch viele Strophen weiter. Aber es nimmt etwas auf von dieser Gegenwart Gottes, die in meinem Leben was bewirkt, die mir fast den Atem stocken lässt. Ja, du darfst zu Hause sein in der Gegenwart Gottes, bei ihm. Ich wünsche uns gemeinsam diesen Mehrwert, ach was ist das? Eine neue Dimension ist das, nicht nur ein bisschen mehr, sondern das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Nicht nur das theoretisch zu erkennen, sondern es zu erleben, dass Gott gegenwärtig ist. Es zu erleben, dass Gott die Atmosphäre füllt. Ich weiß nicht, vielleicht erlebst du das, dass du in den Gottesdiensten auf einmal merkst, Gott heißt dich willkommen hier in seinem Zuhause. Zu erleben, dass der Geist Gottes Menschen anspricht. Zu erleben, dass man in der gemeinsamen Anbetung hineinfindet und eins wird. Die Gemeinde ist der Ort,
ein guter Ort, nicht ausschließlich ein Ort, aber ein guter Ort, an dem das zur Erfüllung kommen kann, zur Umsetzung kommen kann. Wenn ich Paulus recht verstehe, ist es ein bevorzugter Ort für derartiges Handeln Gottes. Das schreibt er zumindest in Ephesern. Und er lädt sie ein, dass sie das erleben können. So ist diese Predigt heute Morgen gewissermaßen auch eine Einladung, dieses Zuhause zu erleben und dich darin zu erleben, dass du Teil dieses großen Kunstwerkes, dieses großen Baues Gottes bist. Mit deinen Optionen, mit deinen Möglichkeiten, mit dem, was du hast, mit deinen Gaben, wirst du eingebaut und wirst selbst mit zu einer Bereicherung in diesem großen Tempel Gottes. Vielleicht hilft es dir, dein Leben aus dieser Perspektive einmal wahrzunehmen. Ich gönne dir das. Ich gönne dir das von Herzen. Weil das eine so eine tiefe Bereicherung ist, die weggeht von meinem eigenen Ego, in der Gott mich in seine Perspektive mit hineinführt. Und ich merke, es ist kein Verlust für mich, sondern da entsteht ein unsagbarer Mehrwert. Gott segne dich darin. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Jesus Christus, ich will dir von Herzen danken, dass du uns in dein Werk einbeziehen möchtest, in deinen Bau, in dein Geschehen, in dein Handeln einbeziehen möchtest, dass wir Teil davon sein dürfen. Dass es nicht nur eine Schreibe ist, das irgendjemand aufgefasst hat, sondern dass es Realität wird. Und dass wir das erleben dürfen. Und dass wir wahrnehmen dürfen, dass wir, wenn das so geschieht in unserem Leben, dass wir Teil eines dieses großen Kunstwerkes sind und uns darin auch einen Mehrwert unserer eigenen Person sogar zu sehen. So ist es. Ich danke dir dafür, dass du dieses große Kunstwerk geplant hast und dass du es zur Veränderung bringen wirst. Ich danke dir dafür, dass wir als Christen von dir wertgeachtet sind, Teil dieses Bauwerks zu sein, dieses Kunstwerkes. Dass wir nicht nur darum liegende Steine bleiben müssen, sondern im Gegenteil, präzise eingefügt an einem Platz, der genau für uns geschaffen ist. Ich danke dir, dass damit auch das persönliche Leben zur Rundung kommen kann, Erfüllung finden kann, Ruhe finden kann, ein Zuhause finden kann. Ein Zuhause bei dem, der unser Leben geschaffen hat. Bei unserem Schöpfer, bei dir. Amen. Wir machen jetzt mal gleich weiter.